Harkan hat eine lange Tradition von Veranstaltungen im Herbst, die Herbstfest genannt werden. Aber am Anfang hieß das Fest noch nicht so. Silvia Flögel, die stellvertretende Vorsitzende der deutschen Selbstverwaltung der Stadt, erzählte davon. Wir organisieren dieses Fest schon seit langen Jahren. Wir haben es anfangs Oktoberfest genannt. Wir haben es jetzt umbenannt zum Herbstfest, denn wir veranstalten das jedes Jahr im Herbst. Und wir haben wie jedes Jahr mit einer teilweise deutschsprachigen Messe angefangen in der katholischen Kirche Herz Jesu. Und danach geht unser Kulturprogramm im Kulturhaus weiter. Das Herbstfest begann mit einer zweisprachigen Messe in der örtlichen katholischen Herz-Jesu-Kirche. Anschließend fand eine Feier statt. Im Rahmen des Kulturprogramms konnten alle von jung bis alt ihr Können auf der Bühne zeigen. Zum heutigen Fest werden einerseits die Kinder aus dem Kindergarten und aus der Grundschule von Harkan auftreten und aus der Kunstschule. Andererseits haben wir die Fecke der Klumpenjäger-Tanzgruppe eingeladen und auch die Schomberger Dorfmusikanten. Und unser Fest werden wir anschließend mit einem Tanzball abschließen nach dem Abendessen. Und dabei wird uns musikalisch die Platinkapelle begleiten. In Harkan sind die ungarischen Traditionen wichtig und deshalb ist die Zweisprachigkeit ein wichtiger Punkt. Die Programme, die deutsche Selbstverwaltung in der Stadt organisiert, sind immer zweisprachig und versuchen so, den Menschen der Sprache näher zu bringen. Jedes Jahr kommen viele Touristen nach Harkan. Der aktive Gebrauch der Sprache ist also nichts Neues für die Menschen, die dort leben. Für die Einwohner von Harkan ist es eine Gelegenheit, Menschen aus dem Ausland ein Stück der lokalen Kultur zu zeigen. Solche Veranstaltungen sind natürlich enorm wichtig, um unsere Kultur zu pflegen, diese zu bewahren und diese auch aktiv zu leben. Ganz wichtig halte ich es, dass wir all unsere Feste zweisprachig organisieren. Das heißt, wir erläutern unserem Publikum immer alles zweisprachig in Deutsch und in Ungarisch, damit sie wenigstens hier noch einen aktiven Sprachgebrauch oder einen passiv-aktiven Sprachgebrauch haben. Und natürlich gibt es auch hier immer die Möglichkeit bei uns, da wir Harkan eine Touristenstadt sind, gibt es viele Deutschsprachige aus den Dachländern und man kann sich eben auch dadurch in Deutsch wieder unterhalten, in unserer Muttersprache. Die deutsche Selbstverwaltung der Stadt organisiert mehrere große traditionelle Veranstaltungen. Dazu gehören nicht nur die ungarischen Programme, sondern auch eine besondere Veranstaltung, bei der neben der deutschen auch die kroatische, serbische und ungarische Kultur zusammenkommen. Ein Beispiel dafür gibt es auch in Harkan. Wir planen, jedes Jahr haben wir ein traditionelles Chortreffen, auch ein deutschsprachiges Chortreffen. Wir haben im August, jedes Jahr im August, unseren deutschen Abend. Das ist auch ein traditioneller deutscher Abend und unser Herbstfest im Herbst. Und unsere dritte große Veranstaltung oder unsere vierte große Veranstaltung, diese organisieren wir gemeinsam mit der kroatischen und der serbischen Selbstverwaltung Harkan. Ich finde das sehr schön, denn es ist ein sehr schöner Zusammenhalt unter den Nationalitäten. Und wir organisieren dieses Fest unter dem Namen Bunte Harkan, weil bunt wegen den bunten Nationalitäten und den schönen Traditionen. Nach dem Kulturprogramm wurden die Gäste mit einem Abendessen verwöhnt. Für die gute Stimmung im Ball sorgte wieder einmal die Platinkapelle. Thank you.